Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft. Ich habe mal wieder ein wenig nach den Neuerscheinungen gesucht, die es im Juli 2017 geben wird und bin doch auf einiges gestoßen, ja, auf was ich mich mega freue, vielleicht auch schon länger, und auf Bücher, ja, die ich entdeckt habe und ja, total spannend fand. Und ich denke, wir starten direkt mit dem ersten Buch, das am 3. Juli erscheinen wird, und zwar der vierte und letzte Teil der New York Diaries, und zwar Zoe von Carrie Price alias Adriana Popescu. Ich habe die drei Vorgängerbücher der New York Diaries Reihe sehr, sehr geliebt und bin nun sehr gespannt, ja, was uns Zoe so zu erzählen hat über das Knights Building und New York City. Das Buch wird broschiert, 10 Euro kosten, erscheint im Knauer Verlag und wird um die 336 Seiten haben. Und ja, der Klappentext verrät Folgendes. Die Erfolgsserie geht weiter. Der neue Roman von Carrie Price aus der Reihe New York Diaries. Eine junge Frau zwischen ihrem großen Traum und ihrer großen Liebe. Zoe kommt mit zu viel Gepäck, einer pinken Couch und dem großen Traum, Schauspielerin zu werden, aus Idaho nach New York. Doch die Wohnung, die sie beziehen wollte, wurde anderweitig vermietet und der Übergangsjob in einem Café ist auch weg. Ihre erste Nacht verbringt sie auf ihrer Couch in einer Seitenstraße und lernt dort den schrägen Matt Booker kennen, der ihr eine Wohnung im Knights Building verschafft. Aber in New York hat niemand auf die talentierte Miss Idaho gewartet. Trost findet sie bei Matt, der Zoe mehr und mehr verzaubert. Doch dann fordert ihr neuer Agent von Zoe eine Entscheidung. Karriere oder Liebe? Chaotisch, sexy und hochromantisch, das sind die New York Diaries. Die Geschichten sind ja alle in sich abgeschlossen und erzählen im Grunde die Geschichte dieses Knights Building, dieses Hochhauses, in dem bisher alle Protagonisten gewohnt haben. Man kann die eben auch komplett durcheinander lesen, sie bauen in keinster Weise aufeinander auf. Und ich freue mich aber jetzt auf den letzten und abschließenden Teil und fand diese Kombination von Carrie Price alias Adriana Popescu und Ellie Taylor alias Anne Freitag sehr, sehr gelungen, und auch wie die Charaktere von verschiedenen Büchern immer mal irgendwie in einem anderen Buch wieder aufgetaucht sind, finde ich, haben beide super gut gelöst und hat wirklich bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf den letzten Band, denke mir dann aber auch, ja, dann ist diese Reihe tatsächlich auch schon vorbei. Das Schöne war, dass man hier wirklich immer nur sehr kurze Zeit auf die Bücher gewartet. Ich glaube, es waren immer 3 Monate. Ich glaube Januar, April und jetzt eben Juli. Und das finde ich natürlich super bei einer Reihe. Und ja, bin jetzt einfach sehr, sehr gespannt auf den letzten Teil. So auch auf das neue Buch von Jessica Curry, Ein Kuss aus Sternenstaub. Und ja, ich habe das Buch gesehen, das Cover gesehen, dachte noch, der Name kommt dir irgendwie bekannt vor. Hatte dann den Klappentext durchgelesen und dachte dann, Mensch, diese Autorin, du kennst sie. Und habe dann recherchiert und habe herausgefunden, dass ich von Jessica Curry bereits die einzige gelesen hatte, schon vor langer, langer Zeit. Das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her. Und ich dieses Buch wirklich ganz, ganz toll fand. Und daher auch der Name, wenn auch mehr ganz tief in irgendwelchen Erinnerungen ist, aber er war zumindest noch vorhanden. Und es erscheint nun ja das zweite Buch der Autorin, und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da am 10. Juli im CBJ Verlag erwartet, denn der Klappentext klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Er ist die Sonne und ich bin der Mond. Sie ist die mächtigste aller Genies. Er ist ein gewitzter Dieb. Gemeinsam sind sie unschlagbar, doch zunächst sind sie ein Dreamteam wider Willen, denn er möchte alles aus seinen 3 Wünschen rausholen, sie schnellstmöglich ihre Freiheit zurückgewinnen. Aber nach und nach erkennen die beiden, dass alles Glück dieser Welt bereits an ihrer Seite ist. Doch wenn ein Genie und ein Mensch sich verlieben, erwartet sie beide der Tod. Also müssen die beiden, um ihr Glück und die Freiheit zu gewinnen, alle Regeln brechen. Und ich bin früher sehr fasziniert gewesen von diesen Geschichten um Djinns und die Menschen und was das mit den Wünschen so auf sich hat und ja, was da so für Geschichten gab. Ich meine, Aladdin kennen wir, glaube ich, alle. Und ich finde tatsächlich, dass in der Urban-Fantasy-Welt Djinns immer sehr, sehr kurz kommen und man da immer mal nur so ein paar Geschichten entdeckt und die nicht unbedingt auch dann gleich gut sind, aber es ein paar schöne Geschichten mit Djinns gibt. Und ich bin hier sehr gespannt, denn man hat hier auch mal eine Rollenverdrehung,
dass eben sie der Djinn ist und dazu noch ein mächtiger und sich eben in einen Menschen, in einen Mann verliebt. Klar, aus der bezaubernden Genie heraus weiß man natürlich, dass sie auch ein Djinn war, ein weiblicher, aber das ist ja in der Literatur tatsächlich eher selten, da dreht sich das Blatt ja eher um. Und ich bin hier sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht und hoffe, da es ja auch im CBJ-Verlag erscheint, was ja so ein bisschen... ja, sehr jugendlich sein könnte, dass es nicht zu sehr jugendlich ist, sondern schon auch eine schöne Geschichte ist, weil ich eben auch die einzige vom Schreibstil, die Geschichte, die einzige, die von der Autorin als sehr guten Schreibstil auch in Erinnerung habe und ich das wirklich gut fand. Und auch wenn mir da nicht mehr alles so ganz klar ist und ich das nicht mehr komplett zusammenbekomme, hat mir zumindest der Nachname noch was gesagt und ich denke, das ist auch schon ein Zeichen, dass man die Autorin, den Autor eben doch irgendwie was im Kopf von einem ausgelöst hat und da freue ich mich sehr auf einen Kuss aus Sternenstaub. Am 14. Juli erscheint dann Liebe findet uns im Ullstein Verlag. Es wird 416 Seiten haben und broschiert 13 Euro kosten und das Buch ist von J.P. Monninger, ein Autor, von dem ich vorher noch nichts gehört habe, aber das Cover hat mich angesprochen und auch der Klappentext. Denn Liebe sucht, Liebe träumt, Liebe findet uns. Es ist der eine letzte Sommer nach der Uni, bevor das echte Leben beginnt. Heather reist mit ihren zwei besten Freundinnen durch Europa. Sie liest Hemingway, lässt sich durch die Gassen der Altstädte treiben. Dass sie Jack begegnet, hätte sie nicht erwartet und schon gar nicht, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt. Er folgt Stationen aus dem alten Reisetagebuch seines Großvaters. Es ist sein Ein und Alles und Jack beginnt, die Schätze daraus mit Heather zu teilen. Die beiden versuchen die unglaublichsten Orte und verbringen die schönste Zeit ihres Lebens, bis Jack völlig unerwartet verschwindet. Heather ist verzweifelt, wütend. Was ist sein Geheimnis? Sie weiß, sie muss ihn wiederfinden. Und das klingt natürlich schon sehr romantisch, vielleicht auch eine Spur kitschig am Ende der Geschichte hin. Aber diese Idee, dass sich eben hier zwei Menschen auf einer Reise begegnen und wir haben hier ein Reisetagebuch vom Großvater und verbinden sowohl irgendwie Vergangenheit und Gegenwart und dass das eben zwei Menschen miteinander entdecken, sich vielleicht da verlieben und eben eine wunderbare Reise gemeinsam haben, das finde ich unglaublich spannend und schön und ja, klingt wirklich gut. Also ich war da direkt irgendwie angetan, es hat mich angesprochen und ich mag es ja mit Charakteren zu reisen, so auf eine Art Roadtrip zu gehen, vielleicht auch irgendwie durch die Zeit. Vielleicht ist die Anspielung mit dem Großvater gar nicht so wichtig, aber das findet man natürlich dann erst beim Lesen heraus und ja, auf dieses Buch freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ein Buch, das am 17. Juli erscheint, hatte ich schon vor einigen Wochen irgendwie zufällig entdeckt und zwar von Melissa Daly, Glücksbringer auf Samtpfoten. Und hier wird das Taschenbuch 10 Euro kosten und jetzt kann man natürlich sagen, oh mein Gott, Steffi, jetzt liest du Katzenbücher. Ja, solche Phasen habe ich tatsächlich immer mal, dass ich es ganz gerne habe, wenn Katzen eine Hauptrolle in Büchern spielen, denn sie nehmen ja auch in meinem Leben eine große Hauptrolle sozusagen ein und ja, ich mag das ganz gerne und ich finde es wohl schön, wenn Katzen zwar die Hauptrolle spielen, aber nicht vermenschlicht oder so werden, sondern also nicht aus Sicht der Katze irgendwie was groß erzählt wird, sondern eben schon der Mensch so ein bisschen merkt, oh, so ohne meine Katze, ne? Und so klingt diese Geschichte eben auch und ja, fand ich wirklich spannend und hier der Klappentext. Nachdem ihre Besitzerin ins Altenheim ziehen muss, wird Molly bei dem nachlässigen Rob untergebracht. Dort bekommt die kleine getigerte Katze weder regelmäßig Futter noch Zuneigung. Stattdessen muss sie sich gegen Robs drei feindselige Hunde behaupten. Also beschließt Molly, ihr Glück in die eigenen Pfoten zu nehmen und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise übers englische Land, um ein neues Zuhause zu finden. Zerzaust und abgemagert findet sie schließlich bei der herzensguten Debbie Unterschlupf. Debbie peppelt Molly liebevoll wieder auf und das clevere Kätzchen bringt frischen Wind in Debbies Leben und deren kleines Café. Und wer vielleicht noch weiß, so im letzten Jahr um diese Zeit gab es ja auch die Katze des Dalai Lama Buchreihe, die ich unglaublich geliebt habe. Und ich erwarte mir jetzt nicht diesen buddhistischen, spirituellen Stil wieder, aber natürlich so ein bisschen, dass eben eine Katze tatsächlich ganz viel mitbringt, wenn sie in ein Leben tritt. Und das klingt hier unglaublich schön verpackt, unglaublich schön erzählt und macht mich sehr neugierig. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Buch sein wird, ob es dann hoffentlich nicht zu kitschig wird und die Katze Katze bleibt und nicht vermenschlicht wird. Und ja, ich freue mich drauf und bin sehr gespannt auf den 17. Juli.
Dann kommt ein Buch, auf das wohl ganz, ganz viele Eva Völler-Fans schon gewartet haben. Denn es geht irgendwie weiter mit der Zeitenzauberreihe. Und zwar Auf ewig dein Time School Band 1 erscheint am 21. Juli im Bastei-Lübbe Verlag und wird als gebundene Ausgabe 15 Euro kosten. Und ich bin ein großer, großer Fan der Zeitenzauberreihe von Eva Völler. Es sind wirklich Jugendbücher, die ich unglaublich geliebt habe. Ich mag Zeitreisen und ich mag diesen Gedanken, wie das Zeitreisen in diesen Büchern stattgefunden hat und wo wir waren. Und spätestens, wenn man Casanova trifft, ich meine, na da, ist natürlich, ist es grandios. Und ich war sehr, sehr gespannt, was als Neues von Eva Völler kommen wird. Und als dann eben Time School Band 1 dort stand, dachte ich, es kann nur mit Zeitenzauber weitergehen. Und so klingt es auf jeden Fall auch. Denn willkommen in Venedig, willkommen an der Zeitreiseakademie. Getarnt als Theater ist dies der Ort, wo eine neue Generation von Zeitreisenden ausgebildet wird. Denn neue Abenteuer warten. Anna und Sebastiano sind zurück. Das Traumpaar der Zeitenzauber-Trilogie ist nach vielen bestandenen Abenteuern zu Zeitreiseprofis gereift. Grund genug, um eine eigene Zeitreiseschule in Venedig zu gründen. Dem Ort, wo die Liebe und die Reisen durch die Zeit ihren Anfang fanden. Ihre ersten beiden Novizen sind die verführerische Fatima, ein Haremsmädchen aus dem 13. Jahrhundert und der draufgängerische Ole, Sohn eines Wikingerhäuptlings. Die erste gemeinsame Mission zum Hofe Heinrichs des 8. gerät aber zum Debakel. Anna und Sebastiano haben alle Hände voll zu tun, ihre Zöglinge zu bändigen, als ein unerwarteter Besuch aus der Zukunft auftaucht und einen grausamen Tribut von Anna fordert. Opfere deine große Liebe, damit die Zukunft fortbestehen kann. Und das ist schon eine Mischung, die ich total faszinierend finde, denn wir haben hier ein Haremsmädchen aus dem 13. Jahrhundert, wir haben einen Sohn eines Wikinger-Häuptlings und dann treffen wir uns noch bei Heinrich dem 8. in England. Das kann eigentlich nur gut werden und ja, dass dann natürlich Anna vor eine Aufgabe gestellt wird, die ich hoffe doch irgendwie gut ausgeht, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich, dass Eva Völler so ein bisschen dieses Zeitreisenthema wieder aufnimmt. Das hat sie im Zeitenzauberei wirklich großartig gemacht und auch für ein Jugendbuch wirklich großartig geschrieben und fand ich wirklich toll und mir gefiel das damals unglaublich. Das sind jetzt ganz viele unglaublich, ihr könnt ja zählen, wie viel es waren. Und dementsprechend freue ich mich jetzt natürlich auch auf das nächste Buch, was wieder mit Zeitreisen zu tun hat und dass sie hier eben so als eine Art Mentoren unterwegs sind. Und ich bin mega gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ich glaube einfach, dass Eva Völler das sehr, sehr gut machen wird, dass sie den Flair dieser Zeiten aufleben lassen kann, wissen wir ja schon. Und ich hoffe, dass wir uns am Hofe von Heinrich dem 8. auch einfach wohlfühlen werden und ja, freue mich da auf jeden Fall drauf. Und das letzte Buch hat noch kein Erscheinungsdatum, nur die Info von der Autorin, dass es im Juli herauskommen soll. Und zwar Strandküsse und andere Turbulenzen von der lieben Michelle Schrenk. Ein Buch, auf das ich mich mega freue. Es klingt sommerlich, es klingt nach Liebe und es hat ein wunderschönes Cover. Zur Story kann ich noch gar nicht so viel verraten, denn da ist die liebe Michelle noch so ein bisschen an der Umarbeitung. Aber wir werden hier auf jeden Fall, ja, im Grunde ein paar Strandküsse wohl erleben dürfen und eine Liste, die das Leben schöner machen soll und uns eben einfach so ein bisschen aus dem Alltag herausholen soll. Ich bin ein großer, großer Fan von Michelle Schrenk und freue mich einfach immer wieder, wenn ich von ihr irgendwie Nachrichten bekomme, dass ja, das Cover schon vorgestellt wird oder ich auch einfach das Vorab-Exemplar schon mal bekomme, um ja, im Grunde Tests zu lesen, um einen Blick reinzuwerfen, um vielleicht noch die ein oder andere Anmerkung zu machen. Und so auch bei diesem Buch, bei dem wir uns wirklich wunderbar ausgetauscht haben und es einfach eine Freude war, schon mal reinzugucken. Und ja, ich einfach nur sagen kann, ihr dürft euch da auf den Juli freuen, auf eine tolle Sommergeschichte mit Liebe, Freundschaft und eben auch ganz viel Strand. Und ja, wenn es natürlich dann erscheint, werdet ihr das auf jeden Fall, ich denke mal in der Bücherwoche, auf Instagram, auf Facebook auf jeden Fall auch von mir erfahren oder folgt einfach auch der lieben Michelle auf den Social Media Kanälen.
Kanälen und ja, freut euch einfach mit mir auf diese Neuerscheinung im Juli. Das waren nun meine Neuerscheinungen aus dem Juli. Jetzt bin ich natürlich gespannt, auf welche Bücher ihr vielleicht sehnsüchtig wartet. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ihr mir die vielleicht einfach in die Kommentare schreiben wollt oder wenn euch eins der Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe, direkt angesprochen hat, dann natürlich auch gerne darüber was in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Bücher, freue mich auf den Sommermonat Juli und dann ist es auch gar nicht mehr so weit zum August und meinem Sommerurlaub und auf den ich mich auch sehr freue und ja, gucken wir mal, wie er wird. Ich hoffe vom Wetter auf jeden Fall so schön, wie der heutige Tag ist und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.